Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 16 The Rising Tide. Wir probieren uns weiter an diesem Kampf gegen, ich weiß gar nicht mehr, was es war. War es jetzt Leviathan? Irgendwas anderes? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Okay, wir werden bei dem Jackpot neu anfangen und wir versuchen natürlich unser Bestes. Ich hänge mich rein. Ich habe gerade gefrühstückt, ich habe gegessen, ich habe Kaffee getrunken. Ich bin jetzt voll wieder voller Energie. Und die hauen wir jetzt hier raus. Die hauen wir jetzt hier raus. So gut wir können. Ich glaube, wir starten bei dem Ball wieder, ne? Ja. Ja. Schluss jetzt! Ich muss wohl ernst machen! Ich weiß nicht. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, da drauf zu schießen. Ich glaube, das schaffen wir wieder nicht. Eieieiei. Ich glaube, das schaffen wir wieder nicht. Aber wir versuchen es natürlich. Ich gebe mein Bestes. Aber wenn ich es halt nicht schaffe, ne, so vom Schaden her, weiß ich halt nicht, wie es dann irgendwann hochgehen soll. Da bin ich halt immer voll drin. Ich versuche auszuweichen, aber ich bin irgendwie da noch ein bisschen zu langsam. Den nehmen wir mit. Der war schön. Jetzt haut er mich gleich wieder weg. Versuchen aber natürlich so viel Schaden drauf zu kriegen, wie wir können. Also wir hauen jetzt wieder mit den Bällen drauf. Das macht zwar nicht wirklich was, aber ich hoffe, dass das irgendwie was bringt. So, wir versuchen. Genau, wir gehen hier ran. Oh, ich wollte eigentlich. Wir heilen uns mal. Ich sehe, dass wir da nicht so ganz funktionieren. Aber hey, wir hauen wieder den hier drauf. Den haben wir. Das ist jetzt halt einfach nur Damage-Check, ne? Also, Damage drauf, so gut wir können. So, den haben wir mitgenommen. Vielleicht ist es gut, wenn wir den mitnehmen, das Schild. Vielleicht passt das. Ja, wir gucken mal. Wenn nicht, probieren wir es gleich nochmal. Der haut uns jetzt eh gleich nochmal weg. Aber dann haben wir wieder nur diese paar Sekunden, ne? Dann haben wir wieder nur diese paar Sekunden. Und das ist halt, ja. Und seht ihr, wie viel Schaden ich da noch machen muss? Das sehe ich halt nicht, dass das funktioniert. Ja, bleibt's mir auch nicht. Und ich pack das halt nicht in der Zeit. Nee. Ich weiß nicht wie. Ja, probieren wir es halt noch einmal, ne? Und da sind wir wieder. Na, das ging doch wunderbar. Schluss jetzt! Dem Schnittprogramm sei Dank. Machen. Wir müssen ernst machen, aber wenn ich doch den Schaden nicht rauskriege, du! Wie gesagt, ich weiß halt auch nicht mehr genau, wie es funktioniert. Ich bin halt so ein bisschen aus dem Kampfsystem raus und das ist ein Problem. Das ist ein bisschen doll ein Problem. Aber gut, wir versuchen es. Das Ding ist halt, wenn ich es nicht schaffe, genug Schaden zu machen, was mache ich denn dann? Jetzt so ist mein Ernst, was mache ich denn dann? Das wüsste ich halt gerne. Weil ich glaube, ich schaffe nicht genug Schaden zu drücken. So, jetzt haut er uns wieder weg. Ich hab gesagt, Schluss! Wir haben keine Ult mit ihm, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Jetzt warten wir bitte. Mann. Jetzt habe ich wieder ein bisschen reingespielt. Wir haben den wieder voll. Wir nehmen den jetzt auch. Aber das reicht doch trotzdem nicht. Das reicht halt trotzdem nicht. Ja, das war okay. Aber das hat wieder nicht getroffen, weil ich zu weit weg stand jetzt. Das ist halt ärgerlich. Das ist doof. Und jetzt haben wir es zeitlich halt nicht mehr. Der haut mich jetzt gleich davon. Und dann, ja. Also ich krieg den Schaden nicht hin. Wie macht man das? Das funktioniert nicht. Ich weiß halt jetzt nicht, was ich tun soll. Ob das der Punkt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, weil der Strahl, der ist ja noch lange nicht wieder da. Und das klappt nicht. Nö.
ich weiß es wirklich nicht. Das war's dann auch jetzt schon wieder. Ja, super klasse. Sollen direkt, also ich probiere das jetzt nochmal. Laut Internet direkt den hier. Oh, das war natürlich schlau von mir. Das war natürlich sehr schlau von mir. So, wir gehen ran. Gehen ran. Au, 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 ja. Das, ich kann es eigentlich gerade schon wieder von vorne machen. Weil ich jetzt schon wieder. Okay, aber wir probieren das auf die Art und Weise, wie das im Internet steht. Ja, CD. Ah, das gibt was. Ich muss halt schaffen, auszuweichen, ne? Das ist die Ding. Aber das schaffe ich schon. Ich bin ausgewichen, sehr gut. Jetzt haut er mich weg. Aber die sagen, dass man bis dahin den Dings wieder einsetzen kann. Und das stimmt ja gar nicht. Hast du denn immer noch nicht genug? Das ist voll gelogen. Ich kann das nicht wieder einsetzen. Das heißt, dass ich vom Timing her den dreimal einsetzen dürfen müsste. Und das probieren wir natürlich aus, ob das wirklich funktioniert. Weil dann müsste ich den halt, ne, wenn der mich jetzt das letzte Mal dann wegstößt, müsste das gehen. Oh Gott, das ist alles so anstrengend. Ich glaube, das schaffe ich nämlich nicht. Das schafft man nicht, dreimal einzusetzen. Der ist gerade mal über der Hälfte jetzt. Aber wir versuchen es. Ja, und den drauf so. Ah, Kacke! Kacke. Ja, und jetzt ist halt das Ding, ne? Wir gehen ran. 4. Oh, das wird viel zu knapp. Das wird viel zu knapp. Hau raus! Hatten Sie recht im Internet? Oh, Sie hatten recht im Internet. Okay, wir haben das. Jetzt müssten wir einen Checkpoint haben. Oh Gott, Leute. Ich dachte echt, das wird nichts. Aber das war ein sehr guter Tipp, diesen Strahl direkt am Anfang rauszuhauen. Und jetzt müssen wir halt wieder nur irgendwie überleben. Einfach nur irgendwie überleben. Ja, das weiß ich nur. Egal, wir haben Heilung. Oh Gott. Jetzt müssen wir halt einfach nur einen Skill irgendwo herholen. Hab ich genug Skill? Das ist die Frage. Das weiß ich noch nicht, aber wir sehen's. Wir werden sehen. Ich gebe mein Bestes, das wisst ihr. Ich bin voll fertig mit den Nerven jetzt. Komplett neben der Spur. Okay, raus, ja. Oh, da habe ich auf mein Ding jetzt geguckt, weil es gepiepst hat, Mann. Ich sollte dieses eine Ding nicht einsetzen. Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen. Die Phase hier, glaube ich. Aber immerhin haben wir die andere geschafft. Und da stand nämlich dabei im Internet, dass das, also diese Phase mit dem Damage-Check, die wir jetzt hatten, dass das die frustrierendste Phase ist. Und die haben wir hinter uns. Und das macht mich sehr glücklich. Das ist alles, was zählt. Da weichen wir jetzt einfach aus. Sehr gut. Da brauchen wir das Ding nämlich nicht. Den machen wir jetzt hier. Und versuchen, Damage zu kriegen. Genau so. Das Schlimmste ist geschafft. 3 Heilungen noch. Doch. Das sieht gut aus. Jetzt nur ruhig bleiben. Ich weiß halt nicht, was ich da mache. Aber ganz. Und den habe ich leider mit mir. Ich habe keine Ahnung mehr.
sein Schild zu brechen. Das alles. Und dann hauen wir den Strahl wieder raus. Dann hauen wir den Strahl wieder. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wird noch ein bisschen dauern, aber... Aber das wird, das wird, das wird. Ich bin guter Dinge. Ich versuche ihn zu treffen. Wir haben den vielleicht ein bisschen zu früh reingeballert, aber das ist nicht schlimm. Wir können das andere noch reinhauen, oder? Geht das noch? Ein bisschen, 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 bisschen. Krieg ich jetzt noch irgendwas Filmisches? Das wäre voll toll, aber ich glaube nicht. Ne? Wir müssen weiter. Ich habe halt keine Heilung mehr. Aber beim nächsten Mal schaffen wir es dann. Beim nächsten Mal schaffen wir es dann. Einfach raus, einfach raus, einfach raus, einfach raus. Oh, warum? Ich bin ausgewichen. Okay, da laufen wir einfach. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Einmal den hier. Eieiei, das ist so stressig jetzt. Je nachdem, was er jetzt macht, habe ich halt entweder Glück oder Pech, ne? Oh, 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 oh. Oh je. Das sieht ganz gut aus. Oh Gott, darf ich jetzt filmische Dinge tun? Du steckst voller Überraschungen fest. Ja, voll. Wasserfontäne. Okay, okay, okay. Ich kann mich halt nicht heilen, ne? Bin ich da raus? Nee, 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 ich kann mich nicht heilen. Ich bin tot. Ich bin tot! Ich bin tot, ne? Was mache ich denn da? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wieder so ein Ding. Was mache ich denn da? Muss ich jetzt wieder die letzte Phase machen? Ja. Okay. Wie komme ich? Das verstehe ich auch nicht. Habe ich nicht so geachtet? Vielleicht müsste ich mich da einfach schützen, ne? Wenn ich das Schild habe. Versuchen wir das mal zu sparen. Ah ja, egal, das wird es. Wir haben es einmal doch hier geschafft. Wir schaffen das nochmal. Erstmal kurz einmal den hier. Damit wir den schon mal raus haben. Das Schild sparen wir uns jetzt. In der Hoffnung, dass uns das hilft an dieser einen Stelle. Die Musik ist aber wieder sehr gut, ne? Muss man sagen. Die gefällt mir. Aber ich weiß wieder nicht, was ich bei dem anderen Ding halt machen soll. Das ist wieder so... Kann ich da was tun? Das ist halt wieder die Frage. Kann ich da aber was tun? Natürlich trifft mich das jetzt alles. Ich lasse mich jetzt von allem treffen. Das ist schlimm. Das heißt, wir müssen das wahrscheinlich nochmal machen. Ja, hey! Wir haben ja Zeit offenbar. Wusste ich nicht, aber ist wohl so. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas vergesse ich, was ich kann. Aber ich weiß es halt nicht, weil ich vergessen habe, was ich kann. Irgendwas würde mir jetzt sicherlich noch voll helfen. Aber gut. Oder wieso stand ich da jetzt drin und habe nichts gemacht? Das weiß ich auch nicht. Kann ich euch nicht sagen. Wir haben aber gleich sein Schild weg. Macht er jetzt sein komisches Insel? Ja. Das hilft nicht. Okay, das hilft nicht. Weiß ich nicht, was der hilft, aber... Ich habe nicht so viel Schaden bekommen. Da habe ich nicht so viel Schaden bekommen. Jetzt habe ich wieder nur einen Treiben. Ich weiß nicht, was ich mache an dieser Stelle jetzt, ne? Muss ich da dran vorbei? Oder ich muss jetzt wieder googeln? Weil ich nichts Besseres zu tun habe, als mir diese ganzen Kämpfe zu googeln, die funktionieren. Weil ich selber nicht raffe. Das ist so ärgerlich. Kannst du runtergehen? Geh mal richtig ran. So, jetzt passiert ja was, ne? Jetzt haben wir uns die Katze, oder?
Psychikschaden drückt. Wir machen jetzt den einfach nochmal. Zu schlafen! Haben wir's? Haben wir's?
habe nicht damit gerechnet, dass wir das hinbekommen. Oder ich, dass ich das hinbekomme. Wir haben es geschafft. Ich habe ihn hingekriegt. Ah, oh, ist das cool. No, das ist Baby. Oh, my never. Was ein kleines Würmchen. Na, sieht ganz so aus, als wäre dein Wutanfall vorbei. Ja. Was passiert jetzt Clive, mit ihm? Wo ist er? Ah, oh, Joshua ist da. Valias. Du bist. Jetzt vielleicht. Habt ihr ihn vor ein paar Minuten gesehen? Clive, ich... Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ist schon gut. Komm, besorgen wir ihm erstmal was Trockenes. Ja, das ist eine gute Idee. Nicht, dass das kleine Monster sich erkältet. Wir gehen in die Schmiede. Gucken, was wir bekommen haben jetzt. Oh, ein Regenbogen. Oh, schön. Endlich eingeschlafen. Der Arme hatte ja auch einen langen Tag. Da ist er nicht der Einzige. Mhm. Und? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt? Jetzt bringen wir endlich alles in Ordnung. Und wie? Wir werden Valias all das geben, was ihm so lange verwehrt geblieben ist. Einen Ort, an dem er lernen und gedeihen kann. Eine Familie, die ihn liebt und beschützt. Und eines Tages, wenn die Wunden in seinem Herzen und seiner Seele geheilt sind, wird er selbst entscheiden, wie er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Na, das klingt doch nach und was. Bis dahin werde ich an seiner Seite sein. Was auch immer geschehen mag. Das ist schön. Dann kann er sich glücklich schätzen. Ja. Nicht nur, weil die beste Kämpferin weit und breit ihm den Umgang mit der Streitaxt beibringen wird. Darauf kannst du wetten. Schula, die Bestie, die eure Heimat bedroht hat, ist gezähmt. Und das Kaiserreich, das euren Stamm verfolgt hat, ist gefallen.
Wäre es nicht vielleicht an der Zeit, dass ihr den Schimmer eurer Vorfahren aufgebt und wieder euren Platz unter den Völkern Valistheas einnehmt? Ja, vielleicht. Wir haben ohnehin nicht genügend Kristalle, um die Illusion noch viel länger aufrechtzuerhalten. Na, was ein gutes Timing jetzt, oder? Aber sind wir wirklich nicht mehr in Gefahr? Ist die Welt bereit, uns so anzunehmen, wie wir sind? Mit allem, was wir denken und glauben? Wenn ich mich recht erinnere, zieht ihr es ebenfalls vor, weiter im Verborgenen zu bleiben, oder nicht? Das stimmt. Mhm, richtig. Ihr werdet hier natürlich immer willkommen sein, egal wie wir uns entscheiden. Und ihr bei uns im Versteck. Schließlich sind wir jetzt Verbündete. No. Wenn ihr irgendetwas braucht, Vorräte, Ausrüstung und so weiter. Ausrüstung! Könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Ich brauche Ausrüstung. Das ist sehr großzügig von euch. Aber mein Volk wird schon zurechtkommen. Das haben wir immer getan. Außerdem werdet ihr das alles sicher selbst gut gebrauchen können, wenn ihr wirklich die Welt retten wollt. Haben wir ja schon. Also ne, wir haben es ja schon durchgespielt, das meine ich damit. Ich fürchte, ein großer Teil von ihr ist schon nicht mehr zu retten. Aber was noch von ihr übrig ist, soll zu einer Welt werden, in der wir alle gleichberechtigt leben können. Das wäre doch der Mühe wert. Und es wird dort auch einen Platz für uns geben? Für Valeas? Für alle Menschen. Das schwöre ich. Dann werden wir warten, bis die Gezeiten euch wieder an unsere Ufer treiben. Auftrag abgeschlossen. The Rising Tide. Wir sind schon durch? Wir sind schon durch? Ich dachte, das DLC wäre länger. Kann in Clives Zimmer betrachtet werden? Oh, schön. Ich dachte, das DLC soll länger sein als Echoes of the Fallen. Ha! War jetzt gar nicht viel länger, ne? Also vielleicht ein bisschen. Also so doppelt so lang. Alles gut wird? Für Valeas? Das wird sich zeigen. Aber es gibt sicher schlimmere Orte, an welchen man seine Kindheit verbringen könnte. Die Kinder des Wassers werden sich gut um ihn kümmern. Oben beim Zepter habe ich Ultimas Stimme gehört. Er hat Leviathan sein maßlos besudeltes Fragment genannt und verlangt, dass ich die Sünden tilge, die ihn so erniedrigt hatten. Tatsächlich? Valeas Vorfahren haben sich zweifellos schwer an ihm versündigt. Einen Säugling zum Erwachen zu zwingen. Und ihn in eingefrorener Zeit gefangen zu halten, sodass er nie erfährt, was es überhaupt bedeutet, zu leben. Doch ich bezweifle, dass es jene Verbrechen waren, die Ultima erzürnt haben. Es dürfte vielmehr der Umstand gewesen sein, dass die Macht der Esper für einen anderen Zweck missbraucht wurde, als der, den er im Sinn hatte. Dadurch hielt er Leviathan vermutlich für eine Art Fehlentwicklung. Ob das der Grund ist, warum Ultima nicht die Absicht hatte, mich zu ihm zu führen? Aus Sorge, dass dieses besudelte Fragment auch seinen Leib auf irgendeine Weise verderben könnte? Möglicherweise. Oder er war schlicht der Auffassung, dass er keinen Bedarf an Leviathans Macht habe. Da sein Leib auch ohne dieses Fragment in der Lage sein würde, seinen Zweck zu erfüllen. Seinen Zweck? Es gibt einfach kein Entkommen. Selbst hier, versteckt in Mysidia, ist der Segen der Kristalle nichts weiter als ein Gefängnis. Ein Gefängnis, in dem Valeas seit seiner Geburt leidet. Und aus dem sich zu befreien alles andere als einfach ist. Wenn die Welt sich nicht ändert, wenn wir sie nicht ändern, dann wartet auf ihn das gleiche Schicksal wie auf alle anderen Domini vor ihm. Dann müssen wir sie ändern. Das müssen wir. Und das werden wir.
Und ja, das war dann der Punkt, wo wir das Spiel wahrscheinlich beenden. Was wir ja schon getan haben. Eine Einladung, ein unheimliches Licht geht vom Aretestein aus und lockt Clive ins Innere. Welche neuen Herausforderungen? Nö, nö, keine Herausforderung. Es gibt noch Quests. Oh, es gibt noch Quests. Wollen wir die noch fertig machen? Dass der Junge nicht noch eine Flut heraufbeschwört. Wir gucken erstmal. Oh ja, das können wir noch machen, oder? Was können wir denn Neues machen? Ich weiß halt jetzt nicht, ob wir das Ding halt verbessern können. Jetzt können wir es aber auch herstellen. Sag mir einen Schmied, der das besser hinkriegt. So, das. Hm, weiß ich nicht. Wir können nichts. Nee, hä? Wir können das halt verstärken. Ah. Ja, das könnten wir machen. Fertig. Dann haben wir das auch noch, ne? Besser. Bringt als jetzt neu. Nicht so viel. Aber ja. Ja, und den Rest leider ist jetzt nicht so spannend, ne? Aber gut, dann können wir noch die restlichen Nebenquests machen, wenn ihr Lust habt. Also ich denke mal, wir machen die auf jeden Fall noch. Aber das ist etwas, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch hier allen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!